Michaela, j'espère que vous nous entendez. Bonjour Wolf, je suis vraiment contente de te retrouver ici. Wolf, comment ça va? Liebe Dominik, auch mir geht's sehr gut, vielen Dank. Auch von mir herzliche Grüße aus Köln. Dominik, ich habe gerade noch gedacht, eigentlich hätten wir uns vor 2 Wochen in Berlin gesehen zu unserer Live-Fortbildung. Schade, dass das ausgefallen ist. Umso schöner, dich heute hier zu sehen im EduDip-Kursraum zur virtuellen Fortbildung. Ouais. Ben, bienvenue à nos participantes et ouais, je crois que c'est surtout les participantes. Donc bienvenue à vous. On a devant nous une petite heure avec Wolf. Le sujet de notre webinaire aujourd'hui, c'est la pédagogie de projet dans les échanges scolaires. Je pense que certaines parmi vous ont déjà participé hier à la première partie avec Patricia. J'y étais aussi et je reconnais quelques noms. Donc, bienvenue à tout le monde et à tous. Le sujet, la pédagogie de projet dans les échanges scolaires. Alors, la pédagogie de projet dans les échanges scolaires. Numérique et présentiel, bien sûr. On va rester sur les deux, mais avant de commencer, je voulais d'abord vous présenter mon tandem aujourd'hui. Donc mon tandem, c'est Wolf. Wolf est enseignant à Cologne. Il enseigne le français et le sport. Je ne sais pas, est-ce que vous faites du sport aussi par correspondance ou est-ce qu'il y a des cours de sport en ce moment? Je ne sais même pas. En tout cas, avec Wolf, j'ai déjà mené, bon, ça fait 10 ans, je crois, qu'on mène des formations ensemble, surtout sur la pédagogie de projet. Donc, on se connaît bien et on aime parler de ça et on est vraiment, vraiment très, très content de vous recevoir tous ensemble ici. Und ich freue mich sehr, Ihnen Dominik Ranux vorzustellen. Dominik Ranux arbeitet im Deutsch-Französischen Jugendwerk im Bereich für interkulturelle Aus- und Fortbildung. Und ja, Dominik, ich glaube, wir haben uns 2009 kennengelernt und begegnen uns mindestens einmal im Jahr für 1 Woche in Berlin. Und ja, ich genieße es immer sehr, mit dir zusammenzuarbeiten, gemeinsam diese Fortbildung voranzubringen. Habe von dir schon ganz viele interkulturelle Kniffe auch kennengelernt, die ja dafür gesorgt haben, dass wir gemeinsam viele schöne Erfahrungen machen durften. Ja, und freue mich sehr, mit dir heute dieses Online-Webinar zu starten. Und auf deine Frage, im Moment Sportunterricht in Schulen natürlich draußen an der frischen Luft. Ne? Ah oui, c'est vrai. Vous avez peur de rien, vous les sportifs, hein? Sonnenschein machen wir das draußen. Très très bien. Alors, vous avez vu, on va mener ce séminaire aujourd'hui en français et en allemand. Le PowerPoint qui va accompagner le webinaire est aussi dans les deux langues. Donc, si vous ne maîtrisez pas parfaitement une des deux langues, j'espère que vous allez quand même retrouver toutes les informations. Ce webinaire est enregistré, il sera enregistré et on vous le mettra à votre disposition. On vous enverra également le PDF avec tous les liens correspondants et vous aurez aussi par mail une attestation de participation. Voilà. Alors, travailler en ligne, c'est une situation qu'on commence à connaître maintenant, mais qui reste particulière. Donc la communication n'est pas tout à fait la même. Là, on est dans un espace qui s'appelle EduDeep et qui est aussi particulier. C'est-à-dire que vous nous voyez, mais nous, on ne vous voit pas. On peut vous voir, donc si certaines personnes souhaitent témoigner, surtout qu'on n'est pas tellement nombreux, on a la possibilité de vous donner la parole et puis vous donner la possibilité aussi de vous voir. Mais sinon, il y a aussi d'autres moyens de communiquer que je vais vous montrer tout de suite. Alors, d'abord, vous avez le chat. Pour voir le chat, en fait, là où vous voyez la liste des participants, vous avez à gauche marqué chat. Donc, vous pouvez toujours changer de menu, aller sur participants pour voir les personnes qui sont présentes et aller sur chat pour voir le chat. Alors, on va faire un petit exercice parce que le chat est bien vide encore. Je vous demanderai de mettre un maximum de mots en français ou en allemand avec les lettres que vous voyez. Alors, chaque lettre ne peut être utilisée que le nombre de fois que vous la voyez, donc qu'une seule fois, sauf le E qui est deux fois. Allez-y, participez. Quel mot est-ce qu'on peut former avec ces lettres-là? J'attends vos participations. Bon, Wolf, tu étais le plus rapide. Oh mon Dieu, ich spiele auch ein bisschen mit. Wow,
Sven. Aber die sind auch alle sehr schnell. Ah. Bien, aimer, aimer. Ah, aimer, c'est beau. Mes Lieblingswörter, bah, bien, aimer. Voilà. Il y en a beaucoup de positifs. Un, aïe. Und wir sehen, dass alle Teilnehmer auch da sind. Der Chat funktioniert. Man hört uns offensichtlich. Das ist gut. Oui, c'est vrai qu'on se sentait un peu seul jusqu'à présent parce que. Mais vous êtes bien là. Ich wollte sagen, oui, la peine, oui. C'est vrai qu'on était un peu dans le positif. Là, la peine, c'est déjà un peu plus difficile. Allez, encore un mot ou deux. Je suis sûre qu'il y en a plus encore. Bah, la France, déjà, c'est bien aussi. Un mot encore. Allez, Wolf, trouve-moi. Ah, ben voilà, la page. Merci, bravo. Voilà, donc tout ça, juste un petit peu pour expérimenter le chat. Alors, dans le chat, vous voyez que vous pouvez écrire à tout le monde, comme vous l'avez fait. Je vais vous le montrer aussi un petit peu. Mais vous pouvez aussi écrire uniquement à nous. Si vous avez une question qui concerne peut-être que vous, vous pouvez la poser seulement au modérateur et les autres ne le verront pas. Et on peut vous répondre si vous n'avez pas besoin, si vous n'avez pas envie de tout dire à tout le monde. Voilà. Ensuite, hop là, pardon, je suis allé trop loin. Das heißt, der, der gerade nicht spricht, wird immer so ein bisschen den Chat im Blick haben. Vielleicht schreiben wir auch mal eine Frage auf und greifen die später auf. Da vielleicht ein bisschen Geduld, aber wir nehmen alle Fragen auf jeden Fall wahr im Chat. Alors, pour communiquer, bien sûr, vous pouvez aussi exprimer des émotions. Pour cela, vous avez en haut, ici, une main. Et si vous cliquez sur la main, vous avez la possibilité de choisir, de vous exprimer avec un petit symbole. Alors, si vous avez bien envie, et voilà. Et ce symbole, il se met... Alors, une fois que vous êtes exprimé dans le chat, le symbole se met devant votre nom. Allez-y. Alors, qui nous donne un petit cœur? J'aimerais bien avoir un petit cœur, allez-y. Je sais que c'est un peu... voilà, mais oui, bah, voilà, il y a plein de petits cœurs. Alors, on les voit et dans le chat, mais on les voit aussi si on clique dans la rubrique participante. Très, très beau. Merci, merci beaucoup. Donc, par exemple, si vous devez partir boire un petit café, vous pouvez mettre un café. Si vous ne comprenez plus rien parce qu'on parle trop vite, vous pouvez mettre un point d'interrogation et on essaiera de comprendre un petit peu. Ben voilà, ben, Hella, vous pouvez déjà aller boire un café, ça c'est bien. Und das nach 7 Minuten. Bon, moi, j'ai pas bu de café cet après-midi, j'espère que ça va pas me manquer. Ensuite, voilà comment s'exprimer. On a encore autre chose pour vous. Alors, lorsque je vous donne la main, vous pouvez cliquer sur une, on va dire une tasse avec des instruments de dessin dedans. Et si vous cliquez sur cette tasse avec les instruments de dessin dedans, eh ben, et que je vous ai donné la main, vous pouvez dessiner. Attendez une petite minute, je vais vous donner tout de suite l'occasion de dessiner. Alors, je ne veux pas savoir quelle est la météo chez vous, mais quelle météo correspond le mieux à votre humeur actuellement? Normalement, vous devriez avoir accès, eh ben voilà, à un soleil et des lunettes de soleil. Bravo. Donc, vous pouvez dessiner sur le whiteboard. Pour l'instant, j'ai vu qu'une personne. Pas tout juste, Wolf. C'était toi, Wolf. Alors, deux fois le soleil. Alors, soleil, deux fois le soleil avec les nuages. Voilà, soleil avec les nuages. Ouais, alors je... Ouh là là, un volcan! Ça va exploser ici. Oh là là, la plage avec... voilà. Ouais, ça, c'est beau, l'arc-en-ciel avec la colombe. De la paix. Voilà, ben je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, il y a encore peut-être une ou deux personnes qui manquent. Mais, cœur. Et voilà. Ah, c'est. Bonjour Dolores. Merci beaucoup. Voilà, donc est-ce qu'il y en a qui n'ont pas trouvé l'instrument pour dessiner? Ah, ben voilà. Alors, vous pouvez dessiner, vous pouvez aussi écrire. Si vous cliquez, on le fera tout à l'heure, si vous cliquez sur le T, par exemple, vous pouvez aussi écrire votre nom. Mais on va s'entraîner à ça tout à l'heure.
Moi, je vais essayer de faire une petite photo de ce beau dessin. Hop. Normalement. Voilà. Normalement, j'ai fait une petite photo que je vais sauvegarder et on la mettra dans notre documentation. Qu'est-ce que tu en penses, Wolf? La goutte d'idée. Voilà. Alors, je ferme, je vous reprends les pinceaux et on continue. Donc, vous avez vu un petit peu toutes les possibilités qu'il y a pour s'exprimer. Alors, le sujet aujourd'hui, donc on a une heure à peu près devant nous avec la possibilité de dépasser un petit peu. Cette séance que vous voulez vous présenter aujourd'hui, elle est en fait en deux parties. Dans la première partie, on va plutôt parler de la pédagogie de projet. Et dans la deuxième partie, Wolf surtout va vous donner un petit peu des pistes pour trouver des solutions pour maintenir l'échange en vie ou peut-être pour mettre en place un échange qui n'aura lieu que l'année prochaine. Voilà, ça c'est les deux parties. Pourquoi d'abord la pédagogie de projet? Parce que pour nous, hein, on en a parlé, Wolf, l'autre jour, c'est d'abord le projet et ensuite les outils. Donc, que le projet soit fait en présentiel ou en numérique, il faut d'abord trouver le projet pour réfléchir ensuite comment on le met en œuvre. Qu'est-ce que tu en penses, Wolf? Ich bin völlig einverstanden mit dir, gerade wenn wir jetzt überlegen, auf was man so rüberretten kann aus dem realen in den virtuellen Austausch. Es sind doch immer wieder diese Grundüberlegungen zur Projektpädagogik und insofern finde ich es gut, dass wir das in der Reihenfolge machen und würde vorschlagen, dass wir unsere Teilnehmer ein bisschen jetzt mit reinnehmen und mal schauen, welche Erfahrungen unsere Kolleginnen und Kollegen haben. Wir sehen, dass mittlerweile 10 Teilnehmer da sind und würden Sie bitten, an einer kleinen Umfrage teilzunehmen, die wir jetzt für Sie aktivieren. Und da geht es um Ihre ganz persönlichen Austauscherfahrungen. Das heißt, haben Sie vielleicht noch gar keine Erfahrung oder haben Sie schon mal einen Schüleraustausch betreut, vielleicht sogar schon virtuell? Und dafür haben wir jetzt die Umfrage freigeschaltet und würden Sie bitten, einfach daran teilzunehmen. Sie haben also die Möglichkeit, A anzuklicken, ich habe noch keine Erfahrung in dem Bereich, oder B, ich habe bereits einen Schüleraustausch betreut, C, wir richten unseren Schüleraustausch bereits projektpädagogisch aus, D, wir erweitern unseren Schüleraustausch auch virtuell, und E, vielleicht nutzen Sie sogar schon Teletandem zur virtuellen Erweiterung. So, wir sehen, die Umfrage läuft. Sie klicken alle fleißig, dass wir gleich in Kürze auch die Ergebnisse präsentieren können. Wir warten noch einen kleinen Moment und dann weiß Dominique auch gleich, ja, mit welcher Erfahrung sie gleich starten kann für den ersten Teil. Oui, donc alors on a 9 participantes. J'ai vu qu'il y a aussi notre collègue Patricia Paquier. Donc Patricia Paquier, c'est elle qui a fait la première partie hier. Et si vous avez des questions précises sur comment déposer une demande de subvention, elle pourra vous répondre dans le chat ou peut-être tout à l'heure. Alors ce que je vois ici, c'est que donc sur les 9 personnes, il y a la moitié qui a déjà accompagné un échange. Après, il y en a plusieurs qui connaissent un peu la pédagogie de projet et qui aussi ont même déjà utilisé des outils numériques. Il y en a qui ont déjà utilisé Télétandem et il y en a aussi qui n'ont pas encore d'expérience, mais très peu. Voilà. Mais voilà, on va dire que la moitié a déjà fait un échange et voilà, plusieurs personnes connaissent bien la pédagogie de projet, ont déjà utilisé des outils numériques. Merci beaucoup, Wolf. Donc, on va continuer sur cette base. Merci d'avoir participé. On va quand même donc revenir un petit peu sur les principes de la pédagogie de projet. Et pour ça, je voulais vous poser une question à laquelle vous allez pouvoir répondre dans le chat. Qu'est-ce qu'est pour vous un échange scolaire, un échange franco-allemand, surtout peut-être si vous le comparez à un voyage scolaire. Qu'est-ce qui fait la différence entre un échange et un voyage scolaire? Vous pouvez mettre des phrases ou des notions dans le chat pour qu'on puisse un peu voir quelle est la base en fait pour notre échange scolaire.
Alors, ça écrit vivre en famille, oui, absolument. Ouais, contact knüpfen. On a un contact étroit avec les personnes de notre culture. De vrai, voilà. Ouverture à d'autres, habitudes, rencontre avec la famille. Ouais. Oui, je vois que vous mettez beaucoup l'accent sur la famille, sur vivre la vie en famille. C'est important, c'est important. Pratiquer la langue apprise, oui. Moi, je me rappelle d'un voyage scolaire de mon fils qui est parti en Angleterre. Et j'étais très surprise parce que c'est vrai que ça n'a rien à voir avec un échange. Stéréotype brechen, oui. Mais vivre en famille dans les voyages scolaires, on peut aussi parfois vivre en famille. Begegnung der Kulturen. Mais quelles sont les conditions pour avoir en fait cette relation et pour découvrir l'autre? Alors ça écrit encore, se débrouiller, ouais, modifier sa vision de l'autre. Tout à fait. Alors pour réaliser ou pour vraiment faire la modifier, oui, dépasser sa zone de confort très. Ouais, s'occuper d'une Corrèze, voilà, exactement. Ça c'est un point qui est important. C'est oui, un petit. Je pense que tout y est. Allophage, on a essayé de décrire un petit peu les conditions pour qu'un véritable échange ait lieu. Et ces conditions, on les retrouve en fait dans les directives de l'ophage. Et ce sont des principes que je vais vous montrer. Donc les principes de l'échange, les principes qui garantissent ou qui rendent possible cette rencontre de l'autre, la vie en famille, sortir de sa zone de confort, en fait, c'est qu'il y a une véritable rencontre. Une rencontre, ça veut dire, par exemple, dans certains échanges scolaires, les jeunes sont dans des familles, mais ils ne sont pas dans des familles où il n'y a pas d'enfants, où il n'y a pas de jeunes de leur âge. Donc pour qu'il y ait une rencontre, il faut qu'il y ait vraiment des jeunes d'un pays et des jeunes de l'autre pays. Il faut qu'il y ait que l'échange soit basé sur un véritable partenariat. C'est-à-dire, c'est pas seulement, allez, on écrit, quand on vient, on veut ça, 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 on veut visiter ça, ça, ça et ça. Non, le programme est fait dans le cadre d'un partenariat. Il faut qu'il y ait réciprocité aussi, parce que si c'est tout le temps l'école de Wolf qui va à Arles parce qu'il fait beau là-bas et que ceux de Arles ne vont jamais à Cologne parce qu'ils pensent qu'il pleut tout le temps à Cologne, ben, c'est pas, on n'a pas un échange. Et dans un échange scolaire, justement, c'est pas un voyage où on est dans une position de consommateur, visite, bus, mais il y a aussi une participation des jeunes, hein, une implication des jeunes, une implication des familles. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est ça les critères un peu que l'OFAGE met dans les directives pour... Voilà. Alors, bien sûr, une fois que tout ça s'est donné, c'est là que l'échange devient vraiment un lieu d'apprentissage, et un lieu d'apprentissage linguistique, mais aussi un lieu d'apprentissage interculturel, comme vous l'avez très très bien dit dans votre participation dans le chat. Alors, là, je recherche un petit peu des idées de projets. Est-ce que vous avez déjà réalisé des projets ou est-ce que vous avez déjà des idées de projets? Vous pouvez mettre quelques titres dans le chat, juste comme ça, on pourra s'inspirer mutuellement aussi. Peut-être que vous avez des idées, peut-être que vous avez déjà vu un super projet que vous souhaiteriez reprendre. Je vous donne le Also bei 50% Projekterfahrung muss man Chat. hoffnungsvoll sein, dass jetzt was kommt. Und ich sehe die ersten Scheiben. Voilà.
Und das ist ja eigentlich das, was immer am meisten Spaß macht, finde ich, ne? So erste Ideen zu entwickeln. Der Alltag der Jugendlichen, dies und jenseits des Rheins, das könnte was für mich in Köln sein. Genau, der Rhein, ja. C'est vrai qu'un brainstorming, c'est souvent la première étape du projet, hein. Genau, ja, einfach auch mal ganz frei auch mal fantasieren zu dürfen, zu gucken, was funktioniert, was geht, Städte erkunden, meine Stadt, deine Stadt. Finde ich immer ein schönes Thema, weil es auch so ganz einfach und greifbar ist und Jugendliche auch sehr beschäftigt. Ne? Film, Chanson français. Auch immer sehr reizvoll. Présenter sa ville natale. Umweltschutz bei dir und mir, gerade ein Thema, was ich merke, was an unserer Schule auch gerade für die jungen Leute sehr, sehr wichtig ist in diesen Zeiten. Das heißt, auch viele Jugendliche betrifft. Frau Lajudy schreibt sehr viel: Les jeux de cours de du récréation traditionnelle, thèmes sur l'environnement, sur l'alimentation à partir des plantes sauvages, comestibles, échange de recettes. Da kommen wir gleich noch so ein bisschen drauf, auf die Idee, alles, was man essen und kochen und austauschen kann. La Nature, Weltnatur, Kulturerbe hier und dort. Et quand je vois vos projets qui sont vraiment super, en les voyant, en fait, on se rend tout de suite compte que c'est des super thèmes pour une rencontre en présentiel, mais c'est des thèmes d'une certaine façon qu'on pourra aussi mener, au moins en partie, en numérique, hein. Absolut, ja. Même si c'est plus intéressant de le faire quand on se voit ou de le préparer quand on se voit, mais je pense que c'est des thèmes aussi que. Qui s'adapte et au présentiel et au numérique aussi. Genau, der Live-Reiz ist immer größer, aber jetzt ist Kreativität gefragt und ich glaube, dass man eigentlich alles davon, werden wir auch gleich sehen mit verschiedenen Anwendungen, die wir uns anschauen, dass sich eigentlich ganz vieles davon auch übernehmen lässt. Donc, merci beaucoup pour toutes vos idées. Donc, à partir de ces idées, on voit déjà pas mal ressortir les principes de la pédagogie de projet. Je pense qu'on les retrouve tous. On va rapidement vous les rappeler. Alors, un petit peu pour visualiser la chose, on a défini 10 principes. Je vais vous les présenter. Si j'en ai oublié, n'hésitez pas, hein, vous pouvez compléter. Si c'est pas clair pour vous, n'hésitez pas à commenter ou à dire. On y va. Alors, le premier principe, et ça, on l'a retrouvé par exemple dans le projet Alltag der Jugendlichen, diesseits und jenseits vom Rhein. Donc, tenir compte de la réalité des jeunes et avoir un sens pour tous. Donc, réalité des jeunes et sens pour tous, ça veut dire que ça peut aussi avoir un sens pour les enseignants, pour l'école. Un beau projet que Patricia connaît bien aussi, c'était L'homme et la mer, où deux partenaires qui étaient près de la mer avaient fait des portraits sur les métiers de la mer. Et c'était à un moment de leur cursus où justement l'orientation professionnelle était dans les programmes. Donc c'est la réalité, mais ça fait un sens aussi pour les enseignants et pour l'école puisque c'est dans les programmes. Et voilà, un bel exemple. Et je pense que même un thème comme la littérature du 19e siècle peut peut-être avoir avec la réalité des jeunes si on crée un lien avec cette réalité. Solliciter l'ensemble des sens. Les sens, on parlait de manger, de recettes, de musique. Ça peut être la danse, ça peut être le corps. C'est peut-être plus difficile en numérique, mais ce n'est pas impossible. Wolf va vous le démontrer. Auf jeden Fall. Aber du hast recht, da habe ich auch kurz drüber nachgedacht. Ne? So riechen fällt so ein bisschen weg, ne? Aber sehen kann man eine ganze Menge. Und ja, mal gucken. Weiter mit. Alors, le thème doit inciter à la coopération et à l'interaction. Alors, un thème, par exemple, je te montre mon école. C'est un thème qui est déjà pas mal, mais qui va peut-être inciter les élèves à réfléchir à leur réalité, puis à se le montrer mutuellement. Mais après, si on fait une deuxième étape, nous construisons ensemble l'école de l'avenir. Là, on va voir on va plus loin dans l'interaction et dans le faire ensemble. Voilà, comparer, c'est bien, mais après, passer une autre étape à construire quelque chose ensemble, ça va plus loin.
Alors bien sûr, la pédagogie de projet, je pense que la réalisation d'un produit, je ne sais pas si c'est peut-être le plus important, hein, le produit qui est le succès, qui montre le succès du projet, qu'on peut montrer à l'extérieur, qui symbolise aussi, qui donne un sentiment positif, qui sert de souvenir, qui est visible, voilà. Ça peut être un produit, ça peut être une pièce de théâtre, un film, tout est possible. Ouais. L'auto-organisation des élèves et l'enseignant qui prend la place de pilote. Donc, bien sûr, poser un cadre, mais dans ce cadre-là, favoriser l'autonomie des élèves. Ensuite, l'idéal, c'est que ce soit interdisciplinaire, ce qui permet aussi à l'enseignant d'allemand de solliciter peut-être le soutien de l'enseignant d'histoire, d'art plastique, de sport. Wolf, est-ce que tu as un exemple pour un projet sportif? Achso, wir haben das in der Tat mal vor ein paar Jahren gemacht, dass wir gemeinsam Spiele entwickelt haben, dass die Schüler Spiele vorgestellt haben, überlegt, was ist vielleicht so eine Spielkultur in Frankreich, in Deutschland und wir machen eigentlich immer Sport, wenn wir uns live begegnen. Wir haben aber auch schöne Erfahrungen mit dem Bereich Kunst gemacht, also gemeinsam was gestalten, kreieren. Wir hatten Kollegen, die sich im Bereich Küche super auskennen oder auch in Naturwissenschaften mit Geografie und Nachhaltigkeit. Und ich merke immer, das sind ganz zum einen Kollegen, die mir das Leben leichter machen, aber dadurch stellt man den Austausch auch auf so eine breitere Basis und sorgt für Akzeptanz in der Schule. Ne? Und viele, die dann auch sagen, ah, die französischen Partner kommen wieder, wie schön und kann man unterstützen. Also auf jeden Fall finde ich ein ganz schöner und wichtiger Punkt. C'est vrai qu'il y a un an, j'étais dans l'Académie de Lille à une formation sur l'échange et c'était assez étonnant parce que sur 12 personnes, un peu comme ici, il y en avait au moins 4 qui étaient des enseignants de matière et qui ne parlaient pas l'autre langue. Et en fait, comme l'enseignant d'allemand changeait souvent, c'était eux qui maintenaient l'échange franco-allemand dans leur établissement. Donc, d'où l'intérêt d'élargir en fait l'équipe. Ouais. Und oft kann man damit sogar den Schulleiter noch ein bisschen einspannen, der oft auch ein Fach unterrichtet und da so ein bisschen, wenn man merkt, ja, der Austausch braucht vielleicht so ein bisschen mehr Unterstützung, da nochmal die Brücke bauen, dass der Chef sagt, oh, mein Fach, da mache ich doch gerne mit oder unterstütze das Projekt. Voilà, donc vous n'êtes pas seul au monde, c'est élargir, trouver d'autres épaules qui portent l'échange et bien sûr rendre l'échange plus attractif aussi par l'interdisciplinarité. Ensuite, le travail de partenariat, on en a déjà parlé tout à l'heure. Il y a une possibilité aussi, c'est une ouverture scolaire extrascolaire. Une ouverture, ça peut être une ouverture vers le monde de l'entreprise, hein, comme on parlait tout à l'heure du projet L'homme et la mer avec les métiers. Ça peut être une ouverture vers le monde de l'association, l'associatif, travailler avec des animateurs de théâtre, avec une vidéaste, etc. Et là aussi, ça peut être des partenariats qui existent de toute façon dans l'établissement. On a pas mal d'établissements actuellement qui travaillent déjà avec des entreprises ou avec des associations ou avec des intervenants. Donc là aussi, ça peut ouvrir et enrichir l'échange. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'échange, là je parle un petit peu de l'échange peut-être en présentiel, mais que l'échange ne soit pas une parenthèse dans l'année scolaire. Allez, il y a une semaine, on part, on revient, avant on n'en parle pas, après on n'en parle pas. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est d'asseoir l'échange dans la durée, c'est-à-dire que le préparer avant, en parler avant avec les élèves, faire connaissance avant, et là justement le numérique est extrêmement utile. Et puis ensuite documenter, évaluer, montrer, ce qui fait que l'échange en fait a une présence sur toute l'année scolaire. Voilà. Wolf a disparu. J'espère qu'il reviendra. Ben voilà, l'avant, le pendant et l'après. Là, là, on revient sur l'après. L'après, c'est évaluer pour demander l'avis des élèves, puisque l'avis des élèves compte. Documenter pour garder des traces, donc documenter avec bien sûr le produit, mais documenter en faisant un article et communiquer aussi vers l'extérieur, vers les parents, vers l'intérieur de l'école, peut-être même dans la presse, pour donner une place à l'échange.
Voilà, donc voilà comment élargir l'échange. Alors, vous connaissiez déjà tous ces points et toutes ces caractéristiques ont en fait comme unique objectif non pas de vous donner plus de travail, parce que c'est pas ça. On va essayer de vous démontrer que ça va même pas peut-être demander plus de travail, mais l'unique objectif en fait c'est d'exploiter mieux le travail que vous avez de toute façon. Donc de toute façon, mettre en place un échange, c'est beaucoup de travail. Mais lorsqu'on fait un projet qu'on peut montrer, lorsqu'on fait de l'avant, de l'après, qu'on implique l'entreprise, etc., et ben tout ce travail que vous avez fait pour l'échange, il est plus valorisé et on exploite mieux le potentiel. Les élèves apprennent plus. Voilà. Alors je ne sais pas si j'ai pu vous convaincre. Hein. J'ai essayé. Also, mich hast du auf jeden Fall überzeugt und ich sehe einfach auch durch die Erinnerung an diese 10 Punkte, welches Potenzial im Austausch steckt. Das bedeutet, Sie haben alle unterschiedliche Erfahrungen mit dem Schema-Schüler-Austausch und wir werden an einer zweiten Umfrage teilzunehmen und zu schauen von diesen 10 Punkten, welches für Sie, den Sie sich jetzt in Zukunft am meisten, am engsten vornehmen möchten oder welchen Aspekt Sie verstärkt umsetzen möchten. Auch dafür können Sie an der folgenden Umfrage teilnehmen, die Sie jetzt sehen. Das heißt, ist vielleicht eher der Punkt Orientierung an der Realität der Jugendlichen etwas, was für Sie noch vielleicht ein bisschen verstärkt einbezogen werden soll, Einbeziehung aller Sinne, Kooperation, Interaktion, eine Produktorientierung. Nehmen Sie auch hier an unserer Umfrage teil und entscheiden Sie sich vielleicht für den Aspekt, der für Sie gerade am wichtigsten und vielleicht auch am neuesten scheint. So, wir sehen die Ehren dabei mit Selbstorganisation, Orientierung an der Realität. Ja, c'est multicolore, vous allez voir. Ah oui, c'est incroyable. Comme quoi? Ouais. Oh, wir können gleich mal schauen, ob es vielleicht Aspekte, Bereiche gibt, die. Ja, es verteilt sich wirklich sehr gleichmäßig, Dominique, glaube ich. Ne? On a vraiment toutes les couleurs. 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui, toutes les couleurs. Ja, ich warte noch mal eine Sekunde und dann präsentieren wir. Ich glaube, dass alle mittlerweile den Klick gefunden haben. Wir stellen nochmal die Ergebnisse dar. Ja, man sieht hier wirklich sehr, sehr deutlich, dass sich so auf alle Bereiche verteilt, weil sicherlich jeder unterschiedliche Erfahrungen hat oder denkt, okay, das ist ein Aspekt, der für mich irgendwie vielleicht noch nicht so im Fokus war, etwas neuer ist. Und ja, insofern verteilt es sich sehr auf alle Bereiche. Ben oui, c'est super, parce que c'est comme dans la cuisine, c'est tous les ingrédients qu'il faut, et plus on a d'ingrédients qui vont rehausser le goût de votre échange scolaire. Voilà, donc on parle beaucoup de cuisine et de goût aujourd'hui. Voilà les ingrédients qui vous permettent de faire... de votre échange scolaire, une véritable aventure pour tout le monde. Voilà. Alors, Patricia va être contente. On voulait quand même illustrer un petit peu à quoi, parce que là, ça reste un peu théorique. Hein. On peut imaginer voilà, un projet présenter ma ville, présenter mon école ou faire autre chose. Mais on voulait quand même aussi vous montrer à quoi peut ressembler un échange basé sur un projet. Pour cela, on a choisi un projet qui a été fait avec des jeunes, justement, qui n'ont pas encore tellement de connaissances dans l'autre langue, parce que vous allez dire oui, avec des élèves au lycée qui font de l'allemand depuis toujours, c'est facile, mais comment on fait avec des élèves qui ont moins de connaissances linguistiques? Eh ben, c'est tout à fait possible, c'est pour ça qu'on a choisi de vous présenter ce projet-là. Je parle beaucoup, je vais arrêter de parler et je vais vous montrer le petit film.
Le projet INS, c'est un projet franco-allemand entre deux établissements. C'est interdisciplinaire, innovant dans le sens où on implique les élèves dans un projet qui les concerne dans la vie de tous les jours, et interculturel parce que notre sujet, c'est créer une marque franco-allemande durable. Was besonders fruchtbar ist, ist eben auch das eingebettet in eine interkulturelle Begegnung, eben ein Gespräch und einen Dialog zu finden über das Thema Nachhaltigkeit und kombiniert mit dem Thema Mode, was eben sehr motivierend ist. Wir haben Kennenlernspiele gemacht, dass die Franzosen und Deutschen sich besser kennenlernen. Jetzt arbeiten wir gerade in Gruppen zusammen und versuchen ein Schuhmotiv zu finden. Le travail avec les Allemands au fur et à mesure, on a pu réussir à communiquer en allemand ou en français et on a quand même eu un bon esprit d'équipe. Es ist einfach ganz gut, weil man die Möglichkeit hat, die Sprache besser zu verstehen und andere Kultur besser kennenzulernen. Ce projet, il est enrichissant, il est aussi amusant et il nous permet de nous découvrir. Après la semaine passée à Uy, on se retrouve à Brême avec nos élèves français et nos élèves allemands. Ce soir, c'est la présentation du projet final de cette semaine. On a créé des sacs autour de ce thème de développement durable. Sur le sac, nous avons dessiné le logo qui représente l'amitié franco-allemande. Ich fand das Projekt sehr gut, weil wir kooperieren mussten und über das Thema Umweltschutz geredet haben, was sehr wichtig in unserer Zeit momentan ist. Le fait que chacun apporte ses connaissances autour de ce projet, ça permet aussi de les sortir de leurs habitudes. Die SchülerInnen sind alle sehr, sehr stolz auf ihre Endergebnisse. Das war für die alle das Ereignis, was sie sehr zusammengeschweißt hat. J'ai beaucoup apprécié l'échange. Das hat mir Spaß gemacht und bis bald. Voilà. Oups. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce projet? Vous pouvez peut-être me faire ou un petit signe ou un petit mot dans le chat. Je ne sais pas, est-ce que... De l'oreille qui écrit. Wir sind smileys, ouais. Herzen, Daumen nach oben. Ich erinnere mich an die beiden, Antoine und Isabel, da merkt man, dass das ist ein gut eingespieltes Team, die... ja, ihre ganze Leidenschaft und ihre Ideen auf die Jugendlichen toll übertragen haben. Mhm. Wir sehen hier Bonne Inspiration, kreativ. Mhm. Ouais. Ouais. Donc, c'est des établissements avec des jeunes avec moins d'opportunités aussi. Et oui, je pense qu'on retrouve un peu tous les ingrédients de la pédagogie de projet. C'est une vidéo qui est disponible sur notre site. Mais voilà, c'est vrai que c'est un peu triste parce qu'on se dit qu'en ce moment, on peut pas trop se rencontrer. Est-ce qu'on pourrait recréer ça en ligne? Pour cela, je vais donc passer la parole à Wolf. Ja, Dominik, vielen Dank. Ja, wenn man solche Bilder, solche Szenen sieht, dann fragt man sich natürlich, okay, wie lässt sich sowas rüber retten in so eine virtuelle Begegnung? Und ich glaube, wenn sich etwas retten lässt, sind es vor allem so Projektideen, weil wir ja weniger jetzt entsprechend so den klassischen Austausch retten können, wie den Besuch in Gastfamilien, die Rolle des Gastgebers, sondern das ist wirklich hilfreich und auch wesentlich, dass man sich etwas gemeinsam vornimmt, gemeinsam kreativ wird. Und daran lässt sich, glaube ich, auch ganz gut virtuell arbeiten. Ich würde ganz gerne noch mal eine Folie zeigen. Du hast es eben schon angedeutet in deiner Übersicht. Was wir eigentlich alle kennen, ist dieser Bereich der Begegnung, die in Präsenz stattfindet. Und du hast aber eben auch schon erzählt, es gibt eigentlich die Möglichkeit, dass man aus so einer Woche am eigenen Ort und am Ort des Partners etwas mehr macht. Und das nennen wir eigentlich so eine virtuelle Erweiterung in ein Avant-Nahrung-Konto und in den Bereich nach der Begegnung. Das heißt, die Möglichkeit, Vorfreude aufkommen zu lassen, sich einzustimmen auf ein Thema und im Optimalfall sich dann auch wirklich zu begegnen und schöne gemeinsame Erlebnisse nachwirken zu lassen. Ich muss dazu sagen, dieser zweite Teil oder dieser letzte Teil der Nachwirkung, da muss man sich als Kollege schon richtig Mühe geben, das auch nachwirken zu lassen mit guten Aktivitäten. Aber gerade dieser erste Teil ist sicherlich eine schöne Möglichkeit. So, das heißt, das ist ein Bereich, den ja bislang noch sehr, sehr wenig Schulen nutzen. Und jetzt gerade merken wir,
durch die aktuelle Situation, dass solche Möglichkeiten jetzt gerade sehr präsent sind, wenn es nämlich darum geht, überhaupt sich zu begegnen. Und das haben wir jetzt mal genannt, eine virtuelle Begegnung, wenn es darum geht, Distanzen zu überbrücken. Und die Frage stellt sich eigentlich, warum machen das viele Kollegen nicht? Also wenn ich mir überlege, so Plattformen wie Teletandem gibt es mittlerweile seit 2001, das sind 19 Jahre. In digitalen Zeiten sind das Lichtjahre. Und ich habe einfach mal überlegt, was sind vielleicht so Gründe, die dafür sorgen, dass man das nicht macht? Ich glaube, es ist ganz schlicht und ergreifend, weil wir als Kollegen eh schon ganz viel zu tun haben und die Zeit einfach überschaubar ist. So ein Austausch eh immer nochmal on the top dazukommt. Und aber vielleicht auch folgende Punkte, die uns ja vielleicht so ein bisschen für Hemmung sorgen und davon abhalten können. Das eine ist sicherlich die Technik. Ich bin ganz ehrlich, in meiner Schule, wir haben eine Fritzbox, 4000 Schüler und 100 Kollegen. Das heißt, viele Sachen sind da gar nicht so einfach. Wir haben uns damit geholfen, dass wir auch manche Sachen so in die häusliche Arbeit auslagern und sagen, auch da kann man dann auch mal so ein Videochat machen zum Beispiel. Aber das sind sicherlich Sachen, die an manchen Schulen zugegebenermaßen gar nicht so einfach sind. Die Frage ist, die Ausstattung, reicht die? Es gibt manche Schulen, die haben Tablets, die man sich ausleihen kann, tolle Computerräume. Und aber mittlerweile kann man auch mit einfachen Möglichkeiten viel machen, zum Beispiel mit dem einfachen Smartphone, was doch mittlerweile die meisten Schüler haben. Und auch darüber laufen dann auch viele Sachen wie ein Videochat. Auch darauf kann man auf Plattformen zugreifen. Insofern sind die Möglichkeiten da auch ganz, ganz gut. Ich werde gleich so verschiedene synchrone und synchrone Aktivitäten. Synchrone Aktivitäten sind Aktivitäten, die gleichzeitig also stattfinden, genau wie wir uns jetzt gleichzeitig hier entsprechend begegnen. Die sind generell natürlich schön, weil man sich live begegnet und mit einem Franzosen, mit einem Deutschen sprechen kann, aber sind natürlich auch so ein bisschen spannender, vielleicht auch störungsanfälliger technisch oder auch, schaffe ich das sprachlich, wenn ich jetzt mich live unterhalten muss. Und auch da gucken wir uns gleich an, wie man sich da vielleicht so ein bisschen rantasten kann. Eine weitere Herausforderung ist, wenn ich, wie gerade Antoine und Isabel, so eine Schülergruppe in einem Raum habe mit 50 Leuten, kann ich jederzeit intervenieren, kann helfen, wenn ich merke, da sitzen welche und wissen gar nicht, was sie machen sollen. Wenn ich sowas auf Distanz mache und Arbeitsaufträge formuliere, müssen die so sauber und gut sein, dass die Schüler genau wissen, was sie damit machen sollen. Auch da schon die gute Botschaft, vielleicht haben Sie auch schon mit Teletandem und Interaction schon Begegnung, Berührung gehabt, das werde ich Ihnen sonst gleich nochmal zeigen. Da gibt es mittlerweile fertige Lernmodule, wo diese Arbeitsaufträge schon sehr gewissenhaft formuliert sind, entweder zum Nutzen oder einfach zur Inspiration, dass man da einfach dann die Sicherheit hat. Und der letzte Punkt, sicherlich ist es schwieriger, virtuell auf Distanz zu intervenieren, als wenn ich einfach die Schüler direkt vor mir habe. So, da wo Schatten ist, ist aber auch Licht. Auf der anderen Seite sicherlich die positiven Seiten. Ganz schlicht und ergreifend, es ist im Moment die Chance, Austausche lebendig zu halten. Und wir machen das gerade auch an unserer Schule und planen gerade und freuen uns, dass wir zumindest das machen können. Haben viele Achtklässler, die sagen, mein Gott, ja toll, wir können zumindest das machen. Im dritten Lernjahr haben wir einfach da nochmal so einen Motivationsschub und können uns begegnen. Und die Kinder sind ja auch vertraut mit solchen Möglichkeiten. Der zweite Punkt, wir machen gerade alle digitale Erfahrungen, zum Teil zugegebenermaßen so ein bisschen mit der Brechstange. Aber das sind natürlich Erfahrungen, die wir jetzt nutzen können, auch im Bereich Schüleraustausch, sodass wir da nicht mehr so ganz ins kalte Wasser springen müssen. Generell bin ich ein Freund davon, machbare Aktivitäten anzulegen, die für uns Lehrer einen überschaubaren Aufwand bedeuten und wo die Schüler aber viel daraus machen können und auch sehr von profitieren. Ich hoffe, dass Sie mir gleich zustimmen, wenn ich Ihnen ein paar Beispiele zeige. Und es gibt entsprechend erprobte Tools und Plattformen, wie zum Beispiel Teletandem. Auch das werden wir uns gleich noch anschauen. Und auch dazu gibt es ja entsprechend Webinare, die Sie besuchen können, angeboten von Christiane Behling mit Kollegen und wo Sie sich ganz explizit mit der Plattform vertraut machen können. Aber auch gleich gibt es da schon so einen kleinen Einblick. Oui, wo ich die toujours machbare Aktivitäten, diese kleine Brötchen backen. Das habe ich mich oft gefragt, wie man das sagt, aber ich mag das gerne. Kleine Brötchen backen ist für mich immer so die Maxime im Bereich Schüleraustausch. Das heißt, dass ich als Lehrer eigentlich eine kleine Idee habe, wo Schüler dann ein bisschen mehr rausmachen können. Und das ist, und ich denke, bei den Aktivitäten, die wir gleich sehen, oder wenn man sich generell auch mit der Sprachanimation vom deutsch-französischen Jugendwerk etwas beschäftigt, wird man sehen, das sind genau diese kleinen Sachen, die nachher einen sehr schönen Effekt haben können. Wenn Sie sich später mit Teletandem beschäftigen und das die Plattform sein sollte, mit der Sie arbeiten möchten, auch hier nochmal einfach ein paar deutliche Vorteile, sie ist genau für den deutsch-französischen
Kontext konzipiert. Das heißt, von den Sprachen kann man es auf Deutsch, Französisch einstellen. Da fließt so die ganze pädagogische Erfahrung von vielen Generationen von Fortbildern und auch Lehrern ein. Dort finden Sie didaktisierte, sofort einsatzbereite Lernmodule zu gängigen Themen, die ich Ihnen gleich nochmal zeigen werde, ne, mit denen Sie also sofort loslegen können. Es ist ein geschützter Kursraum. Das ist sicherlich in heutigen Zeiten auch wichtig. Wir merken gerade, digital tut sich ganz viel. Wir müssen viel machen. Und Eltern und auch Kollegen stellen sich zu Recht die Frage, ist das ein sicherer Raum? Bei Teletandem sind Sie in einem geschützten Kursraum, wo nur Teilnehmer entsprechend die Ergebnisse und auch die Aktivitäten einsehen können. Das Ganze ist kostenlos. Das heißt, nicht nur die Registrierung, auch jeden Kursraum, den Sie eröffnen, weil das DF4W natürlich Interesse hat, dass solche Begegnungen stattfinden können. Und Sie finden viele Werkzeuge auf einer Plattform, haben sogar die Möglichkeit, noch externe Tools einzubinden und auch von einigen Ideen, die ich Ihnen gleich noch zeigen werde. Genau, vielleicht einfach nochmal so die Übersicht auch schon und wir werden uns gleich davon so ein paar konkret anschauen. Also, was sind das für Aktivitäten? Sie können natürlich Dateien hochladen, Text, Bild, Ton, Video, um einfach Ergebnisse zur Verfügung zu stellen oder als Inspiration können Glossare anlegen, zum Beispiel zu einem Thema, dass Ihre Schülerinnen und Schüler nachher einen Wortschatz haben, mit dem sie sich zu einem Projektthema, zum Beispiel, weiß nicht, nachhaltige Schuhe oder zum Thema Kochen unterhalten können. Sie können sich austauschen in Wikis, das ist so das Wikipedia-Prinzip, das heißt gemeinsam an Texten arbeiten, können sich in Foren austauschen, das werden wir uns auch gleich nochmal anhand von Beispielen anschauen. Der Bereich für Chats und Videokonferenzen, das Sternchen heißt hier, das sind also synchrone Aktivitäten, die spannender, aber natürlich auch so ein bisschen aufregender sind, können persönliche Nachrichten schicken. Okay, das können Sie natürlich überall, aber hier dann auch wieder auf einer Plattform. Es gibt die Kalenderfunktion, wo man zum Beispiel, was nicht, sich einen Arbeitskalender machen kann mit Kollegen, wo man die Geburtstage der Schülerinnen und Schüler eintragen kann. Und wie eben schon erwähnt, Sie können externe Quellen und Tools einbetten, zum Beispiel virtuelle Pinwände. Auch das werden wir uns gleich angucken. Genau, diese ganzen Aktivitäten hier nochmal zur Übersicht. Es gibt sogenannte asynchrone Aktivitäten. Das sind zum Beispiel Videobotschaften, Foren, interaktive Pinwände oder auch sogenannte Serious Games. Das gucken wir uns alles gleich an. Der Vorteil dabei ist, dass alle Teilnehmer das für sich in Ruhe machen können, ohne Zeitstress, in Ruhe Gedanken formulieren können, vielleicht eine Audioaufnahme machen, eine Videobotschaft aufnehmen. Und wenn sie noch nicht zufrieden sind, macht man das nochmal. Und wenn man sagt, jetzt gefällt mir das Ganze, können sie es in Ruhe hochladen, während die synchronen Aktivitäten nachher schon so ein bisschen natürlich da. Das ist, worauf das Ganze hinauslaufen soll. Und nach einer guten asynchronen Vorbereitung fühlt man sich auch dann in so einem Videochat nachher wohler und weiß auch, wovon und wie man worüber redet. Ich würde Ihnen jetzt ganz, ganz gerne konkret ein paar Beispiele liefern und habe mir überlegt, wenn ich jetzt einen Austauschpartner hätte, der nicht kommen kann, kann ich ihm vielleicht eine Alternative bieten. Ich habe seit ganz vielen Jahren neben Dominique einen Partner, mit dem ich immer Lehrerfortbildung mache, der heißt Thomas, ist so mein langjähriger Austauschpartner und ja, habe mir vorgestellt, er kommt zu mir und habe ihm ein kleines Video gedreht und das würde ich Ihnen ganz gerne präsentieren nach dem Motto Bienvenue chez moi. Schauen Sie einfach mal rein. Lieber Thomas, eigentlich hatten wir geplant, dass du diese Woche als mein Austauschpartner aus Frankreich zu mir nach Köln kommst. Es ist total schade, dass es im Moment nicht klappen kann. Ich hoffe, dass wir das bald nachholen können. Aber für die Zwischenzeit habe ich mir eine Kleinigkeit überlegt. Ich nehme dich mal mit auf so einen kleinen virtuellen Rundgang durch meine Wohnung, dass du schon mal weißt, worauf du dich dann hoffentlich bald freuen kannst. Komm rein. So, herzlich willkommen. Das ist hier unser Wohnbereich. Du siehst hier meine Gitarre. Die hast du schon mal gesehen, als wir in Frankreich waren. Du weißt, dass ich gerne Musik mache. Wir haben aber auch ein Klavier. Da übe ich auch ein bisschen zugegebenermaßen noch nicht so mit richtig Erfolg, aber es macht auf jeden Fall Spaß. Hier unten siehst du meine Yogamatten. Auch das weißt du, dass ich total gerne Yoga mache. Die werden ab und zu mal aufgerollt und dann mache ich hier meine Bewegungen. Ja, das gemütliche Sofa. Mein Lieblingsmöbelstück ist zugegebenermaßen der Sitzsack. Da sitze ich ganz gerne, wenn nachmittags die Sonne hier so reinkommt und entspanne mich oder auch in unserem alten Schaukelstuhl. Ja, hier siehst du unsere gesamte Bücherwand. Ich lese total gerne und ich kann dich beruhigen, es sind auch französische Bücher dabei. Insofern, da ist genug, was ich noch lesen könnte in den nächsten Wochen. Und hier ist unser gemütlicher Essbereich. Da hätte ich dich natürlich gerne bewirtet und kulinarisch verwöhnt. Ich hoffe, dass wir das bald nachholen können, weil direkt nebenan ist unsere Küche. Die ist ehrlich gesagt ziemlich klein. Aber das ist ganz praktisch, weil man mit einem Handgriff überall drankommt. Gerade koche ich unheimlich viel Indisch, habe gerade so ein schönes Buch geschenkt bekommen mit vegetarischen Gerichten. Wenn du kommst, versprochen, machen wir daraus was Schönes. Und
Und ja, eigentlich in Memphis der schönste Ort ist eigentlich hier unser Balkon. Da kann man abends schön entspannen. Auch da können wir zusammen dann ein bisschen Wein trinken oder ja, es uns gut gehen lassen. Ich hoffe doch sehr, dass du bald kommen kannst. Bis dahin herzliche Grüße aus Köln nach Frankreich und bis bald. Salut! Dominik, du bist natürlich auch herzlich willkommen. Ne? Ah, bah oui. Moi, je voulais savoir si tu savais faire du yoga et jouer du piano en même temps. Also, Klavier spielen kann ich noch gar nicht. Ich übe erst, aber das ist die Herausforderung. Ja, so ein kleiner Einblick. Das heißt, du kennst du mal gut, also mein langjähriger Partner. Und vielleicht für sie auch so eine erste. Ich habe groß gesehen, einfach in einem Take aufgenommen, anderthalb Minuten. Ich habe auch zwei Anläufe gebraucht, gar keine Frage. Aber Jugendliche sind eigentlich mit dem Medium entsprechend Film und Videos drehen vertraut. Und sie haben auch gemerkt, dadurch, dass ich in verschiedene Orte gezeigt habe und auf Gegenstände verwiesen habe, kann man auch da natürlich in Sprachenlernen unterstützen. Sie haben auch gemerkt, dass ich das Video auf Deutsch gedreht habe. Und generell ist es ja immer die Frage, wenn sich Deutsche und Franzosen unterhalten, in welcher Sprache spricht man. Und ja, in diesem ersten Bereich, wenn vielleicht mein französischer Partner, der Thomas, spricht sehr gut Deutsch, aber natürlich die Sprache lernen soll, habe ich jetzt die klare Rolle, dass ich der deutsche Muttersprachler bin und ja, ihm vielleicht Inspiration gebe, wie er vielleicht später so ein Video selbst auf Französisch drehen könnte. Oder wenn wir uns vielleicht mal live oder aus dem Videochat begegnen, wie man sich dann auch in der Fremdsprache verständigen könnte. Ja? Also als kleine Idee, das ist relativ unspektakulär zu machen, vielleicht nach diesem Motto, kleine Brötchen backen. Kleiner Auftrag, aber wenn die Schüler daraus was Schönes machen, freut sich der Partner über ein Video. Man kann auch überlegen, ob man vielleicht auch verschiedene Videos dann auf der Teletandem-Plattform zur Verfügung stellt, dass man ganz, ganz viele Partner kennenlernen kann und da natürlich einen ganz, ganz tollen Input hat, sehr viel schöne Eindrücke. Et c'est vrai que tout à l'heure, par exemple, les participants ont dit que la vie dans la famille, connaître l'autre, savoir comment il vit, c'est un des points principaux de l'échange. Alors, bien sûr, c'est pas la même chose habiter une semaine chez quelqu'un, mais c'est déjà un début et ça donne déjà envie. Et je pense que ça amène quand même déjà quelque chose de très personnel aussi. Ja, absolut. Und vielleicht ist auch die schöne Möglichkeit, so diesen Moment in der Gastfamilie auch so ein bisschen, nicht nachzuholen, aber mal zu erleben, okay, wo lebt der Partner in Deutschland, in Frankreich? Und man ist dann noch so ein bisschen im Kopf und auch im Herzen etwas näher beieinander. Ja, also das heißt, wir sind so im Bereich Videobotschaften. Das finde ich eine sehr schöne Möglichkeit, entsprechend Sprache, Eindrücke, Emotionen oder auch Informationen zu transportieren. Eine zweite Idee, wir haben schon mehrfach bei uns mit unserer Schule das Thema gehabt, entsprechend Küche, Kochen oder auch entsprechend Köln mit allen Sinnen. Eine zweite Idee wäre zum Beispiel ein Lieblingsrezept als Videobotschaft. Auch da sehen Sie auf diesem kleinen Impulsbild aus dem Kursraum von Teletandem Interaction, dass man natürlich auch da eine Menge zeigen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß nicht, einen Kuchen backe, einen typisch deutschen Apfelkuchen, könnte ich da sehr, sehr schön mit Gesten arbeiten, sagen, ich nehme so viel Eier, ich nehme Butter, Zucker, Milch und kann Sachen zeigen, verrühren, reingießen. Und damit kann ich auch einen ganz schönen Eindruck geben, zum Beispiel in die deutsche Sprache. Und dann könnte später auch ein zweiter Schritt sein, dass man zum Beispiel mal live miteinander kocht. Das heißt, Dominik wäre in ihrer Küche und ich erkläre Dominik, wie man, weiß nicht, einen schönen Apfelkuchen macht. Et si je le rate, c'est moi qui dois le manger en plus. Ich muss ihn essen, aber ich glaube, wir werden das zusammen hinbekommen. Also eine schöne Möglichkeit, ja, einfach über eine Videobotschaft so ein bisschen Lebendigkeit auch in so einen Austausch zu bringen. Und ich glaube, gerade so Videobotschaften sind eine sehr schöne Möglichkeit. Und man kann einfach toll mit Gesten und mit Mimik arbeiten, auf Gegenstände zeigen. Und wir werden Ihnen gleich noch einen Gegenstand zeigen aus der Küche. Aber das kommt später. Ja, eine zweite Möglichkeit, wir bleiben so im Bereich Küche, wäre mit Foren oder auch mit einem Padlet zu arbeiten. Das habe ich jetzt einfach mal genannt, die Empfehlung des Tages und ist in der Tat eine Aktivität, die Sie auch auf Teletandem finden, in dem Lernmodul A Table von Interaction. Und die Idee ist hier, so eine Langzeitaktivität anzulegen und in einer virtuellen Pinnwand, nennt sich Padlet, eigentlich im Laufe des Jahres oder eines bestimmten Zeitraums Ideen einzustellen, was man gerade isst, was man gerade kocht, was man gerade erntet. Und ich habe Ihnen unten in den Chat mal einen Link gelegt zu einem Padlet. Da können Sie einfach draufklicken und können jetzt gleich da einfach mal Ideen reinschreiben. Genau, ich öffne mal gleich das Padlet und teile meinen Bildschirm mit Ihnen. Dominik, siehst du meinen Bildschirm jetzt? Sehe ich deinen Bildschirm? Ich bin auf dem Padlet.
und schreibe schon. Dein Bildschirm sehe ich noch gar nicht, nee. Oh, das war das letzte Mal schon schwierig. Weißt du, was ich mache? Also, vous, vous êtes déjà invité à écrire des recettes sur le Padlet, hein, à compléter. Et pendant ce temps, moi, je vais essayer de le montrer à l'écran. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir dans un autre navigateur. Voilà. Ansonsten, genau, Sie nutzen die Gelegenheit, einfach mal in den Chat reinzuschauen. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, einfach kurz in den Chat schreiben. Ansonsten reicht es, wenn Sie dem Link eigentlich folgen. Dann öffnet sich die, ich sehe schon, da geht schon was los, so eine virtuelle Pinnwand unserer Rezepte. Und ich sehe, da schreibt schon jemand Grünkohl. Das ist natürlich jetzt gerade genau die Zeit. Sie sehen schon so erste Sachen, die wir reingestellt haben. Ah, ben voilà, on voit maintenant, ça marche. Dominique, du bist einfach technisch begabt. C'est pas possible. Sehr schön, vielen Dank. Oh, ich glaube schon. Genau, nehmen Sie ruhig einen kleinen Moment, einfach sich da inspirieren zu lassen, vielleicht auch so einen kurzen Kommentar zu schreiben. Das muss nicht perfekt sein, aber einfach, dass Sie mal Erfahrung mit diesem Tool haben. Genau, ich erzähle Ihnen nebenbei ein bisschen was über so Padlets kann man anlegen. Wenn man sich da so einen Account legt, hat man 3 freie Padlets. Das heißt, wenn Sie eine Großgruppenaktivität haben, reicht ja so eine Pinnwand. Da gibt es auch wunderbare Erklärvideos, wie man das anlegen kann, verschiedene Formate. Hier ist es so ein Regalsystem, wo dann die neuen Beiträge automatisch eingesetzt werden. Es gibt auch die Möglichkeit, so Karten anzulegen. Vielleicht, wenn Sie sagen, Sie machen was zum Thema Stadterkundung, Lieblingsorte, wo man dann so Pinnnadeln setzen kann oder eine Zeitleiste zum Beispiel. Da gibt es ganz spannende verschiedene Formate. Und wir lassen Sie einfach noch mal einen kleinen Moment nebenbei tippen, noch eine Minute. Hier Spätzle, Hefezopf, leckere Plätzchen. Genau, Sie sehen auch, Sie können Bilder einstellen, Sie können sogar Audioaufnahmen dazufügen, kleine Videos. Zum Beispiel das Kochvideo könnte man zum Beispiel hier hochladen oder einfach eine Audioanleitung oder einfach schreiben, liebe Dominique, ich habe die Plätzchen probiert, sie waren super lecker. Oder du könntest schreiben, lieber Wolf, ich habe den Apfelkuchen versucht und habe es nicht. Habe ihn leider anbrennen lassen, was auch immer. Ouais, donc tout le monde peut créer un Padlet et pour participer, il suffit de double-cliquer dessus, par exemple. Il y a différentes formes. Alors, je vais vous dire aussi comment nous, on l'utilise. En fait, dans notre bureau, comme on peut plus se donner des bouquets pour les anniversaires, et ben on fait des padlets d'anniversaire. Et chacun marche, dès que quelqu'un dans notre bureau a un anniversaire, tous les collègues écrivent un message d'anniversaire sur le padlet. Donc, Also ein schönes Beispiel für kollaborative Arbeit und also Sachen, die natürlich auch langfristig laufen können zu einem Thema, wo man sich austauschen kann. Und auch dieses Padlet kann man nachher einfach zum Beispiel in einem Kursraum auf Teletandem einbetten. Ne? Einfach über einen Link, über einen Embed-Code, wer sich ein bisschen besser auskennt, um das ein bisschen schöner zu machen. Ne? Aber ich denke, Sie können gerne, fühlen sich frei, da später noch weiterzuschreiben. Ich gehe einfach mal zurück in die... Ça peut être utilisé pour les musiques préférées aussi, je pense. Hein, les vidéos de musique préférée, par exemple. Si vous demandez aux jeunes de mettre leur vidéo préférée. Les chansons françaises, zum Beispiel. Ne? Also da die Möglichkeit, wirklich auch mit einem ganz einfachen Beispiel Leute zusammenzubringen, sich auszutauschen, sich Empfehlungen zu geben. Ja, fühlen sich frei, da später weiterzuschreiben oder einfach nochmal Inspiration zu holen. Ja, eine andere Möglichkeit und wieder für Sie die Gelegenheit, sich gleich im Chat zu betätigen, ist auch eine Aktivität aus dem Lernmodul Artable auf Teletandem, nennt sich Küchendingster. Und hier haben Sie 4 Gegenstände und Sie dürfen raten. Ich würde vorschlagen, dass mal die Deutschen mal sich die beiden oberen Bilder anschauen, die Franzosen, Französinnen, die unteren beide und Sie einfach mal in den Chat schreiben, was das sein könnte. Das obere bitte nur die Deutschen raten, das untere bitte nur die Franzosen. Sie sind natürlich interkulturell bewanderter als ihre Schülerinnen und Schüler, aber wir freuen uns über die Lösung im Chat. Patricia darf nicht mitraten. Aber ich sehe Boule à Thé unten rechts, sehr gut erkannt, das Tee-Ei. Das ist in Deutschland sehr bekannt. Frau König schreibt, mal gucken, was sie rausfindet. Die Pilzbürste oben links, genau richtig. Auch vielleicht etwas, was bei uns in Deutschland nicht so verbreitet ist. Genau, ja, genau, Handschuh zum Fleischschneiden. Na, das kann man dafür sicherlich auch nehmen. Es ist auch kein Ritterhandschuh. Wir warten auch auf oben rechts und unten links. Ich sehe 2 Kolleginnen, die sich Mühe geben. Coupe-Pomme unten links, genau, der Apfelschneider, richtig, unten links der Apfelschneider und oben rechts für die Bretonen, die Menschen, die am Meer leben, wir hatten eben so die maritimen Berufe und wenn man sich da beim Öffnen nicht die Hände ruinieren möchte, ich löse auf, ist das der Austernhandschuh,
Ne, das ist auch eine schöne Sache. Wir haben das auch schon mal live gemacht. Da hatten wir ganz viele Gegenstände noch dazu. So ein Trüffelhobel, eine Vakuumpumpe. Also zum Teil Sachen, die Jugendliche nicht unbedingt kennen, aber die natürlich auch faszinierend sind, was es da alles in der Küche gibt. Ja, einfach so eine Idee, was man machen kann. Eine schöne Idee, und Dominik, die habe ich von dir kennengelernt. Ich kann mich erinnern, dass wir, glaube ich, vor 3-4 Jahren haben wir gemeinsam an so einer interkulturellen Toolbox gearbeitet. Auch da können wir vielleicht später den Link nochmal einblenden. Eine Sammlung von ganz tollen interkulturellen Übungen. Die nennt sich Wer sind ich? Und Sie sehen natürlich, dass dieser grammatikalische Fehler natürlich ja berücksichtigt ist, weil er zeigt, dass eine Identität immer von sehr vielen Facetten bestimmt ist. Wenn wir Menschen kennenlernen, ist es ganz oft so, dass wir sehen, wir nehmen oft so Unterschiede wahr, denken sich, okay, der ist Franzose, ich bin Deutscher. Und es ist oft hilfreich, wenn man versucht, auch so Verbindungspunkte zu finden, dass man versucht, möglichst viele Facetten einer Persönlichkeit und einer Identität zu erfassen. Und diese Übung mache ich unheimlich gerne analog. Das heißt, in diesem Falle könnte in der Mitte anstatt ich, könnte auch Wolf stehen. Und ich habe mal aufgeschrieben, welche Merkmale mich ausmachen. Ich bin zum Beispiel jemand, der gerne wandert, ich bin Globetrotter, habe 2 Schwestern, 1 Bruder, lese gerne, koche und backe, bin Kinogänger, bin großer Belgien-Fan. Und das sind alles so Merkmale, die mich ausmachen. Und die Dominique würde jetzt bestimmt einen Punkt finden, wo sie sagen würde, das geht mir ganz genauso. Da haben wir so eine Verbindungslinie. Alors, il faut que je réfléchisse. Déjà, moi, la randonnée, c'est pas mon truc. Je suis trop paresseuse pour ça. Par contre, bah oui, faire la cuisine et les livres. Le sport, c'est pas trop mon truc. Donc, pour la Belgique, je connais pas trop. Bah, je pense que, voilà, attends, je vais m'inscrire ici. Je peux vous donner, si quelqu'un veut aussi inscrire son nom sur une branche, vous pouvez le faire. Moi, je vais m'inscrire ici. Je vais mettre Dominique. Voilà. Je vais vous donner la main. Si vous voulez vous inscrire aussi, moi, je vais me mettre. Genau. Und wenn man diese Übung live macht, das ist nachher natürlich in einem Klassenraum natürlich unheimlich schön. Sie sehen, Dolores ist auch Sportlerin. Das heißt, die und solche, genau, Patricia liest auch gerne, Dominique entdeckt gerne Sprachen und Kulturen. Sie sehen schon, das heißt, ähnlich würde sich so ein Blatt jetzt im Klassenraum füllen. Und ich hätte direkt Gesprächsgelegenheiten. Ich würde mich mit Dolores unterhalten. Okay, welchen Sport machst du? Ich würde Hella fragen, wo warst du schon mal wandern? Und mit Raffaella könnte ich mich über die Natur austauschen. Das heißt, es gibt ganz viele Kontaktpunkte. Und das ist wirklich eine Übung, die im Analogen unheimlich gut funktioniert. Mhm. Und das ist eine Übung, die jetzt auch schon mal ins... Oh, da tut sich einiges. Das ist schön. Und Sie merken, das ist nachher ein unheimlich schönes Blatt, was man nachher hat, und auch ein Bild, dass man merkt, es gibt unheimlich viele Anknüpfungspunkte und es macht wirklich die Tür auf zu ganz, ganz vielen möglichen Kontakten. Ne? Sie merken schon, okay, Globetrotter am Atlantik, und die Alexia ist auch Kinogängerin. Da hätten wir auch die Möglichkeit zu überlegen, welchen Film wir zuletzt gesehen haben. Ich habe mir überlegt, klar, wie kann man das machen, um das auch digital zu nutzen? Dieses Bild kann ich einfach entsprechend abfotografieren oder einscannen und kann es in einem Forum hochladen. Und Sie hätten die Möglichkeit, über die Antwortfunktion, anstatt Ihren Namen hinzuschreiben, das heißt, die Annemarie oder die Hella könnten Schrittzeugel schreiben, ich wandere auch unheimlich gerne, war vielleicht diesen Sommer in den Dolomiten wandern, oder hast du noch Wandertipps? Und ich könnte so ein bisschen erzählen, dass ich jetzt in der Corona-Zeit viel in der Eifel war, und so entstehen aus einer sehr einfachen Übung, aus einem einfachen Bild, ganz viele Gesprächsanlässe. Also eine Übung, die ich sowohl live unheimlich gerne mache, aber die man auch wunderbar in einem Forum machen kann. Das heißt, einfach dieses Bild zeichnen, Foto machen, hochladen. Und wenn das jeder Teilnehmer macht, hat man ganz, ganz viele Möglichkeiten, auch da Kontakt aufzunehmen. Passt wieder ans Thema kleine Brötchen backen. Und da kann man unheimlich viel raus machen. Vielen Dank für Ihre Rückmeldung. Also da müssen wir auf jeden Fall später... Ça peut se faire en live, comme on l'a fait, en synchrone, mais en asynchrone, ça peut très, très bien se faire aussi. Hein. Genau, ich mache mir auf jeden Fall einen Screenshot, weil das einfach ein schönes Beispiel ist, wie sowas funktioniert. Vielen Dank für Ihre Rückmeldung. Wir gehen einen Schritt weiter und gehen in den Bereich Pinwände. Das haben Sie eben schon kennengelernt bei dem Bereich bei der Langzeitaktivität. Und auch hier eine zweite Idee, wie man auch mit einem Partner schön arbeiten kann, das ist die sogenannte Partner-Pinwand. Diese Pinwand haben Dominique und ich schon mal exemplarisch angelegt, nach dem Motto Vive l'amitié franco-allemande. Steht da oben drüber als, wieder als Auftrag oder hier als Info, Salut, nous sommes Dominique et Wolf. Und hier stellen wir vor, was wir gemeinsam haben. Und wir haben mal gemeinsam überlegt, was uns verbindet, so als Team. Haben gemerkt, wir reisen beide gerne, wir schlafen gerne mal aus, mögen entsprechend Lieder und Musik und so weiter. Also auch eine schöne Möglichkeit, dass man jeweils 2 Partner in den Kontakt bringen kann.
Genau, ich hatte eben schon mal gesagt, wenn Sie sich so einen Account bei Padlet zum Beispiel anlegen, hat man in der Regel 3 Pinwände. Aber natürlich können sich auch Schüler auch selbstständig dort anmelden. Und dann haben sie entsprechend natürlich auch die Möglichkeit, sich einfach mit ihrem Partner dort so eine Pinwand anzulegen. Auch sowas kann man nachher dann nochmal wieder im Kursraum einbinden oder davon nochmal einen Screenshot machen, schöne Ergebnisse zeigen, ne, und vielleicht sogar nachher die schönste Partner-Pinwand bewerten, wenn man daraus einen kleinen Wettbewerb machen möchte und die Jugendlichen so ein bisschen anspornen möchte. Et là, par exemple, c'est peut-être plutôt faire connaissance, mais ça peut aussi être plus sur un thème. Si on a choisi le thème de la nature ou si on a choisi le thème de la ville, ça peut toujours être mis à la sauce du thème qu'on a choisi ou du projet sur lequel on travaille. Ja, absolut. Und wenn Sie sowas machen, es lohnt sich wirklich, sich mal diese verschiedenen Formate anzuschauen. Das heißt, abgesehen hier von so einem ganz einfachen Format, wo man frei so Post-it schieben kann, hatte ich eben schon gesagt, gibt es also Karten, die man anlegen kann. Zum Beispiel so ein Thema, was wir schon mal gemacht haben, Lieblingsorte in meinem Viertel, weiß ich, in Köln-Sülz. Dann kann man diesen Kartenausschnitt wählen und kann dann wirklich am Lieblingspark, weiß ich, im Park, wo man sich gerne trifft, vom Fußballplatz, vom Café, vom Kino, von der Eisdiele, da so einen kleinen Post-it setzen und da so einen kleinen Kommentar hinterlassen. Ne? Also wie gesagt, als geschriebener Text, als Audioaufnahme, als Video, ein Foto machen und so weiter und so fort. Das sind also wirklich sehr schöne Möglichkeiten, auch wie du sagst, auch so Projektergebnisse entsprechend festzuhalten oder auch gemeinsam zu planen oder was zu entwerfen. Eine weitere Idee, das habe ich so ein bisschen kennengelernt jetzt in der Corona-Zeit, das war so im März, April, da kursierten so verschiedene Videos. Ich habe das mal Brückenvideo genannt, wo Leute so Gegenstände von Bildschirm zu Bildschirm gereicht haben. Und Dominik und ich, wir würden Ihnen ganz gerne mal so eine Idee vormachen. Es ist immer ein bisschen tricky. Und zwar habe ich das kennengelernt mit einem Teelicht, was weitergereicht wurde, mit einem Tennisball, mit einem rosenrohen Ei, mit einem Küsschen am virtuellen, einem Kochlöffel. Und Dominik und ich machen das mal vor. Das heißt, die Dominik, wir haben ja kochen beide gerne und reicht mir jetzt die Kochkelle rüber. Alors, attention, Wolf, hop, bravo. Wir können mit einem Emoji applaudieren, das heißt, Sie haben gesehen, dass das funktioniert. Wir haben das eben auch nochmal geübt, weil wir nicht wussten, woher kommt die Kelle. Also eine schöne Möglichkeit, einfach, das ist natürlich, hat jetzt nicht so viel sprachlichen Input, wenn es darum geht, einfach Menschen zusammenzubringen, was weiterzureichen, zum Beispiel ein Teelicht, sich einen Ball zuzuwerfen, ein rohes Ei vorsichtig zu transportieren, eine Kochzutat oder einfach auch ein virtuelles Küsschen. Ich versuche es mal, Dominik. Anrichtung. Genau. Auch eine schlechte Idee. Das heißt, das würde dann jeder Teilnehmer einfach als kleines Video drehen. Das lässt sich nachher einfach zusammenschneiden. Auch das können, wenn Sie sagen, oh, da bin ich nicht so firm, können auch Schüler machen über iMovie, über den Movie Maker. Lässt sich sowas ganz gut machen. Wichtig ist, dass dann nachher natürlich dann der Weg klar ist, dass man etwas vielleicht von rechts nach links gibt oder andersrum. Mm-hmm. Et donc c'est un élève qui rassemble toutes les petites vidéos, c'est ça? Et qui les assemble pour faire une belle vidéo, peut-être avec un élève de France, un élève d'Allemagne, et puis ça fait un rythme comme ça. Genau, dass man immer die Abwechslung hat. Es gibt viele Schüler, die sowas auch gerne machen, und wenn sie sagen, oh, das ist für mich nebenbei viel Arbeit, sind das sicherlich Sachen, die man auch ganz schön an in die Verantwortung von Schülern geben kann. Ja, wo wir schon so im Bereich Foren und auch Padlet sind, auch vielleicht für Schüler, die schon etwas reifer sind, die auch sprachlich schon etwas fitter sind, warum nicht die aktuelle Zeit zu einem Thema machen? Wir stellen immer wieder fest, dass wir die Corona-Krise in Deutschland und Frankreich sehr unterschiedlich erleben. Da kann man natürlich darüber sprechen, okay, welche Gefühle verbinde ich mit dieser Zeit? Was macht diese Zeit mit mir? Habe ich vielleicht aber auch kreative Momente, gute Momente erlebt, die aus dieser Krise entstanden sind? Gibt es Möglichkeiten, sich zu engagieren und für andere stark zu machen in beiden Ländern? Oder was können wir vielleicht auch gemeinsam machen, um uns in dieser Krise auch zu stärken? Das heißt, so wieder so als Brückenaktivitäten und auch als gemeinsame Überlegungen. Oui, et c'est aussi s'orienter à la réalité actuelle des jeunes hein, qui vivent, etc. Genau, das waren jetzt bislang eigentlich alles eher asynchrone Aktivitäten. Das heißt, synchrone Aktivitäten wie ein Schreibchat, wie ein Videochat, sind dann eher so die Folgeaktivitäten, dass man dann zum Beispiel nachher sagt, ja, ich kann mich jetzt auch live mit einem Partner unterhalten. Erstens, weil ich im Thema drin bin. Zweitens, weil ich sprachlich auch da ein bisschen reingefunden habe und weil ich auch schon Muttersprachler gehört habe. Das heißt, entsprechend meine Partnerin Dominique hat mir ganz viel auf Französisch jetzt schon beigebracht. Ich habe mir Sachen gemerkt und die hilft mir jetzt auch dann im Live-Chat, dass wir uns nachher zum Beispiel austauschen können, wenn es darum geht, sich zu unterhalten, ein Projekt weiter voranzubringen. Genau, die Plattform, die wir Ihnen ans Herz legen möchten, ist die Plattform Teletandem.
Da haben Sie gesehen bei den verschiedenen Fortbildungsangeboten, dass es dazu eine ganze Menge Fortbildung gibt rund um das Team von Christiane Behling. Nochmal zur Erinnerung, wirklich für den deutsch-französischen Kontext konzipiert. Die haben dort fertige Module, mit denen Sie direkt loslegen können. Ein geschützter Kursraum, kostenlos. Viele Werkzeuge, das haben Sie eben schon, glaube ich, von mir gehört. Ja, und Sie finden dort, und das ist sicherlich für Sie schön, damit einsteigen zu können, fertige Lernmodule, die nennen sich Interaction. Und der Name ist Programm. Die sollen wirklich dazu anregen, dass man mit den Partnern aus Deutschland und Frankreich direkt zusammenarbeiten kann. Und ich habe damals das Glück gehabt, in dieser Konzeptionsgruppe mitzuarbeiten, mit deutschen und französischen Kolleginnen und Kollegen, die wirklich auch aus der Praxis kommen. Und Sie sehen hier vier Symbole. Das heißt, oben links, da geht es um das Thema Familie und Freunde. Rechts oben daneben dann Lebensräume, Lebensträume. Unten links, A-Table, Essen ist fertig. Und rechts daneben Zukunftsideen, was möchte ich später machen. Das sind sicherlich Themen, mit denen Jugendliche etwas anfangen können, die jetzt zum Teil auch im Schulprogramm vorkommen. Und wir würden Sie wirklich ermuntern, da mal reinzuschauen, nochmal die Fortbildungsangebote, Webinare einfach wahrzunehmen oder sich einfach mal anzumelden auf der Plattform bei Teletandem. Dann haben Sie Zugang zum Lehrerzimmer und können sich alle Sachen dort schon mal anschauen im Betrachtermodus, können da Ihren eigenen Kursraum beantragen und loslegen. Vielleicht erstmal mit Ihren Kollegen sich da umgucken, bevor Sie auch Schülerinnen und Schüler einladen. Genau, dann. Merci Wolf pour toutes ces idées. Je pense que vraiment il y en a pour tout le monde. Et c'est vrai que l'argument « Oh, mais moi je suis nul en informatique », c'est un argument qui n'a aucune valeur parce que personne n'est nul en informatique. Et faire un Padlet, c'est par exemple, tout le monde peut le faire. Et si vous avez des questions, il y a le soutien qu'il faut. Et si vous n'y arrivez pas, bah, vous trouverez peut-être un collègue ou un élève qui est doué, qui peut vous aider. Donc, je pense que toutes ces exemples que Wolf, tu as montrés, c'est des exemples qui peuvent vraiment être mis au service du projet, qui correspondent bien aux principes dont on a parlé tout à l'heure, l'autonomie des élèves, par exemple, ou solliciter tous les sens, puisqu'on a, on peut peut-être pas manger en ligne, mais on peut cuisiner et échanger des recettes. Donc, il y a quand même tous les sens qui sont... Alors, si vous dites, je suis pas nulle en informatique, mais j'ai pas d'idée, eh ben, vous pouvez vous inspirer. Vous pouvez, oui, un collègue, une élève. Voilà. L'argument, je suis nulle en technique, on ne l'accepte pas. Voilà, en informatique, je suis nous en informatique, on ne l'accepte pas. Si vous n'avez pas d'idée, eh ben on n'accepte pas non plus, puisque vous avez par exemple la page des projets IN. Certes, les projets IN s'adressent à un certain public. Ça, il y a un autre webinaire sur ce sujet qui va avoir lieu bientôt. Mais en même temps, c'est une base de données avec plein de projets. Vous trouvez une multitude de projets, de thèmes, etc. Pour l'avenir, et c'est des thèmes aussi que vous pouvez, une certaine partie aussi, réaliser en numérique. Merci Patricia pour le lien. Et Patricia, pas qui est actif, et vas-y. Et Patricia, pour les partenariats où il y a un enseignement de la langue renforcé, je pense qu'on peut encore postuler justement pour ces projets jusqu'au 30 novembre, il me semble. Voilà, donc si vous avez un partenariat scolaire et que un des deux partenaires a un enseignement renforcé de la langue, voilà. Ah, ben, et puis de toute façon, tous les délais sont prolongés cette année. Donc, allez jeter un coup d'œil, c'est intéressant. Mais rien que pour vous inspirer déjà et pour trouver des idées de réalisation, c'est intéressant. Voilà. Alors ça, c'est un argument. Le premier argument, je suis nul en informatique, on n'accepte pas. J'ai pas d'idée, on n'accepte pas non plus. Alors, vous allez nous dire, oui, j'ai pas de partenaire, on n'accepte pas non plus. Puisque on a sur notre site internet, on a Domino qui vous permet de trouver un partenaire pour un échange scolaire en réel ou en virtuel. Et d'ailleurs sur la page Télétandem, on peut aussi rechercher un partenaire.
Donc, ce n'est pas un argument valable non plus. Voilà. Alors, si vous le dites, oui, alors j'ai des idées, j'ai un partenaire, mais j'ai pas d'argent, et ben là non plus, on n'accepte pas. Puisque l'OFAGE donne des subventions, bien sûr, pour les échanges, ça vous le savez, mais l'échange donne des subventions aussi pour vos projets en ligne. Voilà. Donc, vous voulez monter une petite séquence en ligne avec... avec des phases synchrones et asynchrones, un projet sur l'Europe, par exemple, ou voilà, sur la crise migratoire ou sur la crise sanitaire, etc. Ben, vous voulez faire intervenir quelqu'un ou vous avez besoin un peu d'argent pour un équipement technique, des petites choses. Ben, il existe les projets 1, 2, 3, 4. Vous pouvez déposer un projet 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ça veut dire une subvention maximale de 1 234 €. Avec 1 234 €, on peut faire pas mal de choses, Wolf. Qu'est-ce que tu en penses? Absolument. Yeah. Voilà, donc vous pouvez acheter plus que une louche. Voilà. et ensuite, si vous avez un projet plus ambitieux encore, il y a aussi l'appel à projet qui s'appelle « Des rencontres à distance pour rester proche ». Cet appel à projet, pour l'instant, est limité dans le temps pour les projets jusqu'au 31 décembre, mais va certainement être reconduit pour l'année prochaine. Donc, vous avez des idées, vous avez un partenaire et vous pouvez même demander une subvention pour mettre en œuvre votre projet. Et si vous allez, on va vous mettre les liens dans le PDF qu'on va vous envoyer. Donc, vous allez pouvoir aussi voir, il y a quelques petits exemples aussi, et il y a les formulaires pour demander la subvention sous ces liens. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Pardon, j'étais un peu vite. Voilà. Je suis nulle en informatique. voilà encore une fois les liens qu'on va vous envoyer aussi. Alors, est-ce qu'il y a des questions que vous avez envie de poser, des suggestions? Allez-y, vous pouvez poser dans le chat. Alors, bislang war es noch relativ ruhig im Chat. Das kann daran liegen, dass wir gute Ideen hatten, klar und verständlich waren oder dass wir sie völlig überfahren haben. Wenn Sie jetzt Fragen haben, einfach die Chat-Funktion nutzen. Noch mal reinzuschreiben. Wir schauen im Moment, ob sich da was tut. Vielleicht sind Sie auch glücklich und haben das gefunden, was Sie gesucht haben. Es bleibt ruhig. Sie haben weiter eine Möglichkeit, aber dann machen wir vielleicht einfach den. Ich vois même des sourires là. Und was uns natürlich jetzt interessieren würde, wenn Sie am Ende keine konkreten Fragen haben. Was Ihre nächsten Schritte sind. Das ist ja oft so, wenn man an so einem Webinar, an einer Fortbildung teilnimmt, dann denkt man sich ja alle schöne Ideen. Aber für uns ist immer spannend zu hören, was Sie als nächstes machen, weil Sie auch so ein bisschen in die Pflicht nimmt, vielleicht auch verbindlich mal zu gucken, ich nehme mir wirklich jetzt auch was vor in dem Bereich, aus dem Grund sind Sie hier. Und wir würden Sie einladen, nochmal im Chat zu schreiben, was sind vielleicht jetzt Ihre nächsten konkreten Schritte im Bereich virtueller Schüleraustausch. Vielleicht haben Sie eine Projektidee, die Sie mit einem Partner absprechen möchten, vielleicht wollen sich überlegen, wie man solche Zuschüsse beantragen kann. Vielleicht haben Sie sich überlegt, mit 1.234 €, dass Sie vielleicht beantragen wollen und Ihre technische Ausstattung etwas aufpimpen wollen. Und wir freuen uns, wenn Sie einfach Ihre Ideen in den Chat schreiben. Den werden wir auch noch mal einmal projizieren, dass Sie sehen können, was Ihre Kollegen schreiben. Voraus zu schreiben, einen Partner finden. Genau, da wirklich noch mal auch die Möglichkeit. Haben Sie dann und Teletandem nutzen. Dazu würden wir Sie sehr ermuntern wollen, weil das wirklich auch, gucken Sie, anmelden. Es gibt die Seite teletandem-net, teletandem.net, wo Sie sich informieren können. Sie können Inspiration bei den Interaktion-Lernmodulen, genau, virtuellen. Projektpartner finden, ah, Teletandem nutzen. Et donc, Patricia, je vais amener Patricia, parce que
Patricia, les derniers temps, elle a beaucoup, beaucoup aidé pour trouver des partenaires. Allô, Patricia. Allô. Elle a beaucoup, beaucoup aidé des enseignants pour trouver des partenaires, pour montrer un petit peu aussi les fonctionnalités sur Télétandem. Elle a fait vraiment un accompagnement très, très personnalisé. Patricia, est-ce que tu veux dire quelque chose? Ich kann nur allen anbieten, dass ich gerne bereit bin, das wirklich auch zu machen. Genau, also lieber natürlich in kleinen Gruppen. Das heißt, wenn jetzt mehrere von Ihnen sagen, Sie hätten da ganz gerne, die Fortbildungen sind gerade alle ausgebucht und Sie brauchen einfach nur so eine kleine Starthilfe, dann gerne mir einfach schreiben. Einen Termin ausmachen, genau wie Dominik sagte, ich habe in den letzten Wochen immer mal ganz kleine 1:1 oder 2:1 Ateliers gegeben, um so ein bisschen zu zeigen, so die ersten Sachen, die ersten Schritte sozusagen auch und nicht nur das, was man sich vornimmt, sondern dann die ersten Schritte eben ganz konkret auf Teletandem im Internet, aber auch ansonsten, wenn es nochmal Fragen gibt zur Bezuschussung. Wie Wulf auch sagte, ich bin zuständig für die Schulaustauschprojekte, nicht für alle, aber für einen großen Teil und für die anderen kann ich sie dann weiterleiten. Also gerne immer einfach melden. Das ist ganz schön, auch das, danke Dominik, dass du mich nochmal reingeholt hast. Wir machen sonst, also Dominik, Wulf und ich, arbeiten auch öfters zusammen an Präsenzfortbildungen und finden immer, wenn man einmal das Gesicht gesehen hat, dann trauen sich die Leute auch schneller und leichter mal sich zu melden. Also jetzt haben sie mein Gesicht gesehen. Keine Hemmungen, einfach anrufen oder E-Mail schreiben. Et je voulais aussi parler de Dolores qui est là, qui a beaucoup participé et qui est aussi associée à une formation qu'on fait pour les échanges avec les moins de 12 ans. Donc il y a deux ans, on a fait une magnifique formation en présentiel pour les enseignants, pour ceux qui font des échanges avec les moins de 12 ans. Et on va essayer de faire quelque chose en février et au mois de juin. Donc, merci Dolores d'avoir participé aujourd'hui. Voilà. Donc, das. Gehen wir nochmal auf die letzten Folien. Vielen Dank, Patricia, für die Ergänzung, dass man dein Gesicht sehen durfte. Und du sagst zu Recht, genau, wenn man die Leute in der FFW kennt, weiß man, da sitzen eine Menge nette Menschen, die Lust haben, auch sie zu ermuntern, wirklich Austausch zu machen, ob jetzt analog oder virtuell. Ich fühle mich da immer herzlich willkommen und gut aufgehoben. Insofern trauen Sie sich zu schreiben und anzurufen. Das ist in vielen Fällen doch wirklich sehr, sehr hilfreich. Vielen Dank. Ja, Dominik, du hast ja ganz zu Anfang, so langsam schließt sich der Kreis so ein bisschen, hast du die schönen Emojis vorgestellt, mit denen man so ein kleines Feedback geben kann. Sie bekommen zwar auch nochmal, später nochmal über die Seite von EduDip nochmal die Bitte nochmal an einem Feedback teilzunehmen und Sie haben jetzt genau die Möglichkeit, mit dem Zeichengerät zu arbeiten oder auch einfach nochmal so ein Emoji neben dem Handzeichen nochmal hochzunehmen. Ist auch richtig, Dominik, ne? Du bist ja eher die Technikbegabte heute. Ich sehe. Oh, c'est trop beau. Oui, mais genau. Vous devez oser aussi. Merci beaucoup. Ouais. C'est magnifique. Maintenant, ceux qui veulent dire qu'ils ne sont pas contents, ils n'osent même plus. Es gibt immer Blümchen, Dominique. Guck mal, wie schön. Das ist November. Ja, vielen Dank für die netten Rückmeldungen. Je vais faire une photo. Genau. Ja, wir hoffen auch doch sehr, dass Sie die 90 Minuten Zusatzzeit nach der Schule mit uns gut verbracht haben heute Nachmittag, dass Sie sich ermuntert fühlen, auch wirklich Austausch zu machen auf virtueller Ebene. Und das, was wir gesagt haben, es sind so ganz viele Sachen, die man machen kann. Und möchte Sie ermuntern, sich wirklich keine Sachen vorzunehmen, sich Sachen zu trauen, sich sonst Unterstützung zu holen von Kollegen, von Schülern, vom Deutsch-Französischen Jugendwerk. Und ich glaube, wir freuen uns alle, wenn diese Sachen weiterhin stattfinden können. Und wir uns nicht von der Krise auch auf interkultureller Ebene in die Knie zwingen lassen. Voilà. Auch weiterhin Zeichen setzen können. Il y a un message adorable dans le chat. Merci beaucoup. Je suis très touchée. Vielen Dank. Voilà. Voilà. Vielen Dank. Aber Wulf, c'est pas la fin encore. Es ist noch nicht das Ende. Es gibt noch eine letzte Aktivität für Sie. Sie haben jetzt verschiedene Sachen kennengelernt. Das heißt Videobotschaften, Padlet, Foren, alles Sachen, die sehr einfach sind. Und was Sie zum Schluss nochmal zu Hause machen können, wenn Sie Lust haben, das sind die sogenannten Serious Games, das nennt sich Action Bound.
Wer in Nordrhein-Westfalen ist, der kennt vielleicht die App Biparcours. Das sind also so eine einfache App, mit der man also so einfache, eigentlich so Rallyes anlegen kann. Und wir nutzen das mittlerweile für ganz verschiedene Sachen, um Unterricht zu konzipieren in Corona-Zeiten. Also Sachen, die man über ein Smartphone machen kann, für Stadtrallyes, für so kleine interaktive, bewegte Sachen. Wenn Sie Lust haben, das mal zu entdecken, einfach mal im Browser actionbound.com angeben. Und wenn Sie Lust haben, einfach mal so ganz einfache 3-4 Aktivitäten zu sehen. Das ist sehr schlicht gehalten, auch eigentlich sehr ja, unpersönlich, weil es also ein bisschen wir uns noch nicht so kennen. Einfach mal diesen Code einscannen und auch das werden Sie nachher im PDF nochmal sehen, dass Sie das dann direkt in der App Actionbound einscannen können. Und dann können Sie das einfach nochmal probieren, so als letzte kleine Idee, was man alles mit virtuellen Sachen machen kann. Wolf, moi, si je mets mon téléphone, je crois que même ma caméra, elle me propose déjà d'ouvrir le Actionbound in Safari. Genau, ne? Das heißt, ich weiß, bei iPhones geht es automatisch, auch bei anderen Androids auch, dass man dann automatisch auf den Browser kommt und wenn Sie dann die App Actionbound installieren, dann können Sie dann direkt dann auch diesen kleinen Bound spielen. Vielleicht auch eine Möglichkeit, was man auch in diesen Zeiten machen kann, wo sich Schüler gegenseitig auch so kleine Aufgaben stellen können oder, ne? Das heißt, nochmal so, weil ich das eben sagte, zum Thema technische Möglichkeiten. Alle haben in der Regel ein Smartphone und damit lassen sich eine Menge auch gute Sachen machen. Und ich persönlich bin ein Freund davon, Smartphones in der Schule nicht zu verteufeln, sondern Kindern zu zeigen und Jugendlichen, was man damit für schöne Sachen machen kann. Donc là, vous pouvez ou le prendre en photo avec votre application ou avec votre caméra maintenant. Mais là, si vous n'avez pas votre caméra, parce que vous avez, voilà, c'est pas grave. Comme on vous envoie le PDF, vous pourrez le faire dans les prochains jours, la semaine prochaine, chez vous, et découvrir l'activité Actionbound que Wolf a préparée exprès pour nous. Voilà, ben, je pense qu'on est vraiment on a vraiment utilisé une heure et demie, hein, Wolf. Einfach ein Riesenthema, da kann man viel zu machen, ne? Also das heißt, wenn wir uns überlegen, wir treffen uns eine Woche, da was zu machen. Ja, wir hoffen, es war für Sie jetzt nicht zu langatmig, dass Sie Ideen haben, dass Sie sich ermutigt fühlen, was zu machen. Und ja, danken Ihnen sehr für die, dass Sie da waren, dass Sie mitgemacht haben, für Ihre rege Teilnahme auch im Chat, dass Sie auch die Geduld hatten noch am Nachmittag und hoffen, dass Sie sich ermuntert fühlen und wünschen Ihnen aus Köln und aus Berlin alles Gute. On est bavard, mais c'est un thème qui vous passionne. Voilà. Alors, ben, Wolf, merci beaucoup et à bientôt. Et merci à vous. Merci beaucoup et à bientôt. Ja, euch vielen Dank und bis bald. Voilà. Ihnen alles Gute und einen schönen Abend. Tschüss. Merci, merci, merci. Allez, 1, 2, 3. Je termine. Oh, ben non, je ne peux pas terminer. Il y a encore plein de smileys qui sont là. Bon. Also, ich sag mal so, jetzt warten wir noch mal 30 Sekunden für die letzten Rückmeldungen im Chat. Ne? Ja. Vielen Dank für die netten Feedbacks. Ouais. Et à très bientôt. Und bis bald. Ciao!